So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Ich habe schon wieder irgendwas im Hals, ich weiß nicht. Es kratzt, es ist wieder total unangenehm. Das Sprechen fällt schwer. Kommt wahrscheinlich vom Schlaf, weil Pupsi immer das Fenster auflässt. Ich dann immer nackig da in meinem eigenen Suhl rumrangier. Und dann ist er so windig und zieht und dann hast du es direkt im Hals. Ich befinde mich hier auf einem ehemaligen Grillplatz oder irgendwas, ich weiß nicht. Es hieß, hier waren mal Tische, das war hier mal so eine Fläche, da konnte man mal sitzen. Hier wurde sich mal getroffen, hier wurde mal gegrillt. Ne? Da hätte man, aber jetzt ist ja nichts mehr da. Und es geht nicht nur um Schlaf beim Thema mit dem Hals. Ich möchte mich jetzt ganz in Ruhe mal hier entspannt hinsetzen und mit euch die neue Sleep-Forschung mir angucken. Denn damals konnte man ein Pokémon Go Plus erwerben und wenn man das gekoppelt hat mit seinem Pokémon Go Account, gab es da eben eine Sleep-Forschung, wo man Relaxo mit Schlafmütze bekommen konnte, 5 oder 6 Mal. Das ist schon ewig her, da haben wir ein ausführliches Video drüber gemacht damals. Und jetzt ist das Event Schlummernder Sand, Letter King mit Schlafmütze. Und da gab es auch wieder so eine Forschung dazu, wenn ihr euer Pokémon Go Plus koppelt mit eurem Account, kriegt ihr wieder mal eine Forschung. Also wer so ein Teil hat, kann das machen. Wer das nicht hat, kann jetzt hier gucken, was er verpasst. Erstmal sind wir ja noch in diesem Schlaf-Event. Das sieht man vielleicht auch an den Spawns. Ne? Jetzt ist natürlich gerade nichts da, was direkt zu dem Schlaf-Event gehören würde. Also wäre ja cool, wenn jetzt hier Bummels da gewesen wäre. Ist er aber nicht. Hier, das muss ich auch mal machen, da fehlt noch ein Tag, aber das ist wieder ein anderes Thema. Hier zum Schlummernder Sand Event gab es auch eine Sammlerherausforderung. Da musste man ein paar Sachen fangen, die habe ich mir mal hier abgescreent. Da war Voltilam und dann die Entwicklungen, die man entwickeln musste. Kommandutan, Sangapu, Traumado. Das möchte ich jetzt abholen und euch die einzelnen Schritte von dieser befristeten Forschung zeigen. Die hat auch 2 Seiten. Die erste holen wir jetzt ab, die zweite. Da muss man noch mal eine Nacht drüber schlafen, sozusagen. Erfasse deinen Schlaf einen Tag lang mit Pokémon Go Plus. Das war richtig brutal, denn ich habe jetzt ein anderes Handy. Dann wollte ich das koppeln. Das ging alles mit dem Drehen, mit dem Fang. Aber es hat den Schlaf nicht erfasst. Da muss ich das resetten. Dann habe ich es wieder probiert. Dann habe ich es rausgeworfen, resettet, wieder probiert. Ich habe keine Ahnung, wieso es nicht ging. Auf jeden Fall ging es nicht. Ich habe jetzt 3-4 Tage gebraucht und heute, jetzt, vorhin, habe ich es einfach mal eine Stunde in die Ecke gelegt, habe das mal angemacht. Dann ging es auf einmal. Das hat es gezählt, obwohl ich gar nicht geschlafen habe. Fange 8 Pokémon in Pokebällen mit dem Go Plus. Steht noch mit dabei. Drehe 8 Pokestops mit Pokémon Go Plus. Also das muss alles das Gerät selber machen und ihr nicht. Was da jetzt aber drin ist, möchte ich mir hier angucken. Erstmal das in der Sammlerherausforderung. So, da ist ein Koalilu drin. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, auch nicht mehr so viel Elan. Jetzt muss ich es doch hinlegen, weil ich mit meinem Daumen sonst nicht darüber komme. So, so geht das. Handy hinlegen aufs Bein. So, dann mit dem Finger so rumwühlen, dann ist es vielleicht drin. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen möchte ich nicht mehr jede Forschung einfach machen, weil wenn ihr die eh habt, dann das ist ja Quatsch. Ich versuche jetzt nur noch Forschungen zu machen, die mir geschenkt werden mit dem Ticket im Video. Oder eben was halt nicht jeder hat, wie eben das Go Plus Zeug. Koalilu haben wir jetzt hier, hat 3 Sterne, hat eigentlich eine richtig gute Bewertung, aber ja, Shiny habe ich leider noch nicht, ist jetzt ja auch nicht drin gewesen. Aber hier haben wir jetzt noch 4 Encounter, die wir abholen können, angefangen mit einem weiteren Koalilu. Jetzt hätte ich mir die WP merken können. Ich werfe einfach mal drauf hier mit dem Finger, immer zu knapp. Immer zu knapp, guckt ihr das an, jetzt großartig. Hätte man sich die WP gemerkt, hätte man jetzt ja schon gewusst, ist es besser, ist es schlechter. Boah, es kommt halt wieder raus, ich kann das nicht im Sitzen machen. Dann sitze ich ja in 3 Jahren noch hier wahrscheinlich. So, 2. Versuch. Normal wäre es viel besser, die Kamera einfach irgendwo hinzustellen, sich da vorzustellen, einfach Schnellfangtrick zu machen und zu schauen, ist es drin, ist es nicht drin. 1066 ist auf jeden Fall schlechter, muss also besser als 1066 sein. Jetzt haben wir hier Bummels drin. Hier ist ein Bummels mit eben dieser Mütze, mit diesem
Schlafvisor, das kann ja auch shiny sein. Koalilukon kann neu shiny sein. Alles schläfrigen Relaxo müsste auch irgendwo drin sein. Bummels bewerten wir jetzt auch mal. 2 Sterne, da geht noch was. Jetzt schnell wieder runter. Den dritten Encounter abholen, noch ein Bummels. Selbes Ding, hätten wir uns die WP gemerkt, hätten wir jetzt schon gewusst, ob es gut oder schlecht ist. Jetzt muss ich das hier auf mein Bein stellen, weil ich es gleich nicht mehr halten kann. Man sieht auch den Bart, das ist der Langschläferbart. Eigentlich ist es der Umzugsbart. Kann sein, dass im zweiten Teil der Umzugsbart schon weg ist. Aber jetzt holen wir das erst nochmal hier ab, dass wir endlich auf die zweite Seite können. Dann wieder über Nacht Schlaf tracken können. Hier ist ein wildes Relaxo drin. Jetzt muss ich wirklich mal tricksen, die Kamera mal irgendwie so in meine Hand klemmen. Das Ding kann ja nicht fliehen, ich nehme jetzt einfach mal eine silberne Beere. So, jetzt curven wir. Wir curven nochmal. Wir werfen, er hüpft. Er hüpft. So, einfach fabelhaft. Jetzt müssen wir gucken, ob der drin bleibt. Wir kommen wieder raus. Wir haben ja Zeit, ja. Wir müssen ja jetzt nicht ins Bett. Wir nehmen mal einen besseren Ball. Wir curven wieder, wir werfen drauf, einfach fabelhaft. Bei Relaxo eigentlich gut möglich, den so zu treffen. Ich möchte den aber wirklich mit silbernen... Ah, hat sich bewegt. Der Kreis hat sich verstellt. 1, 2, 3 ist drin mit mehr Bonbons als normal. Ist leider wieder kein Shiny. Das hätte jetzt auch ein Shiny sein können. Dann wäre der auf jeden Fall mega selten. Hat aber immerhin 3 Sterne. Ich bin immer noch überlegen, ob wir mal ein Gewinnspielvideo machen, wo man diese Relaxos mit den Schlafmützen verlost für die Leute, die kein Go Plus Plus haben. So, jetzt auf der zweiten Seite habt ihr. Erfasse deinen Schlaf 2 Tage lang mit Pokémon Go Plus Plus. Fange 24 Pokémon in Pokébällen mit dem Go Plus Plus. Drehe 24 Pokéstops mit dem Pokémon Plus Plus. So, da kommt vielleicht alles dasselbe raus, aber egal, die zweite Seite müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber dann hänge ich die Kamera irgendwo hin und sitze nicht so blöd an der Seite. Also wir sehen uns bis gleich, wenn der Bart ab ist und die Forschung fertig ist. So, ich habe es endlich geschafft, die Forschung zu Ende zu bringen. Ich habe wieder 5 Versuche gebraucht. Es war einfach unglaublich schwer. Ich weiß nicht warum. Da ist das Muttertier. Da ist Jonas. Wir sind nämlich gerade unterwegs. Gestern bin ich kurz mal raus alleine, hat man auch gemerkt. Hat sich richtig komisch angefühlt. Jetzt sind wir hier zusammen, kleinen Spaziergang machen. Wollte ich gleich die zweite Seite noch abholen, filmen. Und das ist meine Location. Hier möchte ich das machen. Guckt mal. Döner, Nudeln, Falafel, Schnitzel, Shawarma, Salat, Pizza, Burger, Beilagen, Vorspeisen. Was ist Shawarma? Irgendwo steht immer Shawarma und dann kriegen die einen Döner. Aber Döner steht ja als extra Begriff auch dran. Was ist der Unterschied zwischen Döner und Shawarma? Ihr könnt mich bestimmt aufklären. Das Ding ist aber eh zu, also macht euch keine Hoffnung. Sieht man ja auch. Guck mal, wie es hier aussieht. Da waren wir einmal, glaube ich, waren wir da mal essen. Und dann irgendwie eine Woche später hat es zugemacht. Da kam das Gesundheitsamt. Dann haben die den Laden dicht gemacht. Also hier, das war immer wie so ein kleines, ja, wie so eine Gartenlaube ist auch eingestürzt, zusammengeschossen. Also das war so ein kleines Häuschen da zusammengebaut aus Holz. Ich möchte mich aber jetzt hier herstellen. Oh, hier alles voll. Sieht halt richtig abartig aus. Überall auch Glasscheren, muss ja auch sein. Man muss ja natürlich immer sein Zeugs hier hinschmeißen. Was ist der Unterschied zwischen Döner und Shawarma? Klärt mich auf. Ich will jetzt den Rest von der Forschung abholen. Jetzt kommt auch noch die Sonne von hinten, dass ich nichts mehr sehe. Wir haben nämlich nochmal 4 Encounter dabei. Ich habe es geschafft, noch 2-mal meinen Schlaf zu tracken. In der Nacht von 22 bis 7 Uhr geht es nicht. Von 7 bis 9 Uhr, wo ich nicht schlafe, ging es dann. Und dann habe ich den Fortschritt in der Aufgabe bekommen. Fand ich total sinnlos. Wir drücken jetzt einfach mal aufs zweite, gucken hier rein. Da ist ein Bummels drin mit einem Visor. Da schießen wir jetzt mal einen Hyperball drauf, gucken mal, wie gut er ist, bewerten den dann gleich. Vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei, ein Relaxo müsste auch noch dabei sein. Eins, was ich vielleicht dann verlosen kann, da müssen wir mal sehen, wie viel wir dann haben. 416 hat 3 Sterne, 12, 15, 13. Okay, wir holen mal das dritte ab. Ist auch wieder ein Bummels. 412, das hat also weniger WP als das eben, müsste also schlechter sein. Kann ich mal kurz hier drauf. 416. Und das obere war das mit 2-mal Schlaftracken
ist da auch ein Bummels drin. Und am Ende dann Relaxo. Drück mal drauf und es ist Koalelu. Montag, Dienstag ist ja auch jetzt nochmal Koalelu Showcase. Musste ich gestern erstmal drei fangen, damit ich sie setzen kann. Ich hebe ja gefühlt nichts mehr auf. Das ist halt komisch, das ist anders als sonst. Aber ich habe keine großen gehabt, die waren also alle relativ klein, wenig Punkte. Aber ja, mal schauen, was bei rauskommt. Das hat auch 3 Sterne, 12, 15, 14. Und ein Ding ist noch übrig, hier gibt es auch 3000 Staub und ein Pokémon-Erschein. Das müsste jetzt nochmal ein Relaxo sein, hoffe ich. Und es ist nochmal Relaxo, es ist wieder kein Shiny. Leider kein Shiny Relaxo mit Mütze, das hätte ich wirklich dann aufgehoben. Die anderen Relaxos, die ich jetzt so habe mit der Mütze, brauche ich ja eigentlich nicht. Könnte man also verlosen, aber dafür müsste ich an einem Dienstag mal ein extra Video machen, damit es von Dienstag bis Montag läuft. Ist das jetzt drin? Ich glaube, es ist drin mit Schnellfangtrick 13, 48. 3 Sterne mit 13, 10, 14. So, das ist eine Forschung, die nicht jeder hat. Nur die Leute, die ein Go Plus Plus haben, das gekoppelt haben, sich dadurch diese Forschung geholt haben. Deswegen wollte ich die auch mal zeigen. Für die Leute, die Forschung also nicht haben und kein Pokémon Go Plus Plus haben, werde ich auf jeden Fall ein Gewinnspiel machen, wo man vielleicht 5 von diesen Relaxo, sitzenden Relaxo, das kommt ja auch dazu, der steht ja nicht, der sitzt, die sitzenden Sleep Relaxo mit Schlafmütze können wir dann verlosen. Dazu aber dann mal an einem Dienstag ein Gewinnspielvideo. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Jonas, euer Muttertier, euer alles. The Man ist immer noch da beim Zigarettenautomat. Da musste ich kurz die Zeit nutzen, wo der kurz mal ins Auto ist. Ja, jetzt ist es warm. Eben habe ich mir den Pullover angezogen, weil es kalt war. Wir gehen jetzt schnell wieder heim. Jonas kriegt gleich Mittag. Schreibt ihr mal rein, habt ihr die Sleep-Forschung gemacht? Die erste und die zweite. Habt ihr ein Shiny Relaxo aus der Sleep-Forschung bekommen? Egal aus welcher. Das Ding ist auf jeden Fall selten. Ciao.